Der zweite Punkt, Kraftwerk. Die deutsche Politik hat das Ziel, mindestens 80% Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2050 vorgegeben. Sie tat das unter der Annahme, dass wir dann mindestens 25% weniger Strom verbrauchen und etwa ein Drittel unseres Strombedarfs importieren. Ob das jetzt volkswirtschaftlich erfreulich oder sinnvoll ist, möchte ich jetzt nicht hinterfragen, aber eines erscheint mir ganz klar. Bis diese 80% erreicht sind, wird es nicht ohne Kohle gehen. Warum ist das so? Mit dem Schnellausstieg aus der Kernenergie verliert Deutschland in den kommenden 10 Jahren etwa die Hälfte seiner regelbaren, zuverlässigen Grundlast. Damit verbleibt als alleinige Stütze einer unabhängigen, wettbewerbsfähigen Stromversorgung in Deutschland allein die Kohle oder, um es ganz präzise zu sagen, die Braunkohle. Bei der Steinkohle wird ja nach 2018 mit Einstellung der Förderung im doppelten Sinn der Ofen aus sein. Braunkohle ist heute und noch für viele Jahre eine zentrale Säule der Energieversorgung und der Versorgungssicherheit, nicht nur für Ostdeutschland, sondern auch für ganz Deutschland. Unsere Kraftwerke leisten heute einen sehr intensiven Beitrag zur Systemstabilität und damit auch zur Versorgungssicherheit. Und sie sollen künftig noch flexibler werden. Derzeit stellen wir in unseren Anlagen in Ostdeutschland einen Regelungsbereich von rund 5000 Megawatt zur Verfügung. Und unsere Ingenieure arbeiten mit Hochdruck daran, diese Regelungsbreite noch weiter auszudehnen. Zugleich erhöhen wir mit neuen Verfahren zur Braunkohletrocknung die Effizienz unserer Anlagen. Ziel ist es, mit neuen Technologien die 50%-Hürde beim elektrischen Wirkungsgrad zu überspringen. Und dies wäre, glaube ich, ein wirklich großer Erfolg für Ressourcenschonung und Klimaschutz. Es ist deshalb keine Behauptung, sondern eine durch Eigenerfahrung belegbare Tatsache. Braunkohlekraftwerke sind als Partner erneuerbarer Energien geeignet und erforderlich. Manche bezeichnen Braunkohle als Brückentechnologie. Aber das wird eine sehr lange und sehr breite Brücke sein. Ich meine, wir sollten uns nicht in neue und in weitere oder erweiterte Abhängigkeiten begeben, wenn es um den Rohstoff Energie oder um die Rohstoffe für die Energieerzeugung geht. Braunkohle ist ein heimischer, in ausreichendem Maße vorhandener Brennstoff, ein heimischer Energieträger, der bis zur Vollendung der Energieevolution, das heißt der Energiewende hin zu erneuerbaren Energien, das Mittel der Wahl ist. Sachsen und Deutschland sind noch nicht so weit, dass erneuerbare Energien grundlastfähig sind. Und deswegen bin ich tief davon überzeugt, dass in den nächsten Jahrzehnten es nicht möglich sein wird, auf fossile Brennstoffe, das heißt auf Erdöl, auf Gas und auch auf Kohle zu verzichten. CO2-frei heißt zum einen mehr erneuerbare Energien, aber heißt zum zweiten, wir brauchen die fossilen weiterhin. Und mir fällt in diesen Tagen auf, dass man jetzt etwas über Gas in Deutschland spricht, aber die Kohle gar nicht erwähnt. In Deutschland haben wir derzeit 43% der Stromproduktion aus Steinkohle und Braunkohle. Deutschland braucht Stein- und Braunkohle noch Jahrzehnte, wenn Versorgungssicherheit gehalten werden soll. Aber klar ist, dann braucht man CCS.